Egal, was ich jetzt in diesem Video sage, meine Glaubwürdigkeit wird wahrscheinlich in Frage gestellt. Und damit ahoi ihr Küstenkinder und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Bevor wir zum heutigen Set kommen, der Romulanische Deridex, einmal etwas in eigener Sache. Ihr seht ja, ich habe hier gerade so ein bisschen anderes Setting. Ich will euch das Modell jetzt einmal so direkt hier in die Kamera zeigen, während ich noch mit auf dem Bild bin. Das habe ich ja in der Vergangenheit bisher immer anders gemacht. Mich würde mal interessieren, wie euch das jetzt hier gefällt. Und dazu könnt ihr mir gerne eure Meinung am Ende des Videos oder auch jetzt schon unten einmal in die Kommentare schreiben. Es hat Gründe, warum ich das so machen muss. Technische Gründe. Ich werde das nicht immer so machen. Aber jetzt bei dem kleinen Set hier kann ich mir das vorstellen, dass es ganz cool ist. Und deswegen will ich das mal so ausprobieren. So, dann noch eine Frage an die Kamerafreaks da draußen. Bekomme ich das irgendwie hin, dass ich das Ding, was hier vor mir steht, und mein Gesicht gleichzeitig irgendwie in den Fokus bringe? Ich weiß, das ist eine Entfernung, das ist wahrscheinlich nicht so richtig möglich, aber mich würde es mal interessieren, ob es irgendwie geht, ob ich am Fokus, an der Blende, an der Belichtung oder an der Verschlusszeit irgendwas einstellen könnte, theoretisch, dass ich mit dem Ding gleichzeitig irgendwie im Fokus bin, auch wenn es ein bisschen weiter vor mir steht. Ja, das würde mich interessieren. Ich finde da so richtig gerade nicht den Lösungsweg. Jetzt kommen wir zu dem Produkt. Das Ding hier ist von Bluebricks und das wurde mir von Bluebricks hier als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Und das ist der Punkt, den ich ja eingangs sagte. Die Glaubwürdigkeit wird jetzt wahrscheinlich in Frage gestellt. Egal, was ich jetzt sage, wenn ich jetzt geil finde, heißt es ja, ist ja klar, das hat er ja bekommen. Und wenn ich jetzt sage, es ist furchtbar, dann heißt es auch wieder, ja, das muss er jetzt sagen, damit er nicht unglaubwürdig wird. Alles schon erlebt, also egal, wie ich es mache. Am Ende müsst ihr mir einfach glauben, dass ich meine ehrliche Meinung hierzu abgebe und nicht irgendwie verdammt wurde, eine bestimmte Meinung dazu zu sagen. Wurde ich nicht. Wurde mir völlig freigestellt, was ich dazu sage. Auf jeden Fall gab es keine Einschränkungen. So, schauen wir uns die Box einmal an. Von vorne mit dem neuen Star Trek Logo, was es seit diesem Jahr hier gibt. Einfach das Modell abgebildet, 510 Teile. Unten steht die Setnummer, Bluebrix Pro. Was bedeutet, dass wir eine gedruckte Bauanleitung haben. Auf der Rückseite verschiedene Perspektiven. Und hier ist zu sehen, das coole Loch in der Mitte, was sie super cool umgesetzt haben, so wie ich finde. Genau, also offiziell lizenziert, ne, habe ich glaube ich gesagt. Die Anleitung ist auch genauso gestaltet wie die Box. Ich will da gar nicht lange drauf rumreiten. Innen drin sieht sie so aus. Alles, was bisher gebaut wurde, ist ausgeblichen. Alles neu in Vollfarbe dargestellt. Super Bauanleitung. Lässt sich richtig cool bauen. Ist meine Lieblingsart der Anleitung. Die brauchen wir gleich nochmal. Ich lege die mal so ein bisschen zur Seite, nicht ganz so weit weg. Und jetzt schauen wir uns mal den Deridex hier einmal direkt an. Also, der ist richtig cool gebaut. Das will ich von vornherein einmal sagen. Ich kann hier in der Mitte, das ist echt komisch, so hier vor der Kamera zu sitzen. Das habe ich noch nie gemacht mit dem Set. Naja, ich kann hier in der Mitte durchgucken, durchgreifen. Da ist keine Säule irgendwo drin. Da ist nichts transparent gebaut. Zum Glück, weil das Transparent ist immer so ein bisschen milchig bei Singbau. Und das finde ich schon mal von der Warte her richtig cool gelöst. Generell muss ich sagen, ich habe früher von Singbau mal ja schon was gebaut und auch zu meinen YouTube-Anfängen mal was gebaut. Und da habe ich eine Steinequalität vorgefunden, die war absolute Katastrophe. Ja, nun bei dem Set hier habe ich das Gefühl gehabt, dass sich das um Welten verbessert hat. Das habe ich ja schon bei dem Bird of Prey hier auch schon gesehen und gehabt. Singbau hat sich massiv verbessert und ja, nennen wir es das Kind auch beim Namen. Dadurch, dass Lego einfach bei seinem Qualitätsanspruch so ein bisschen nachlässt, fühlt sich wahrscheinlich auch Singbau gleich viel besser an. Ja, es mag daran liegen, oder Singbau wird einfach wirklich besser. Das ist wahrscheinlich der wahre Grund. Das andere stimmt auch, was ich sage, jedenfalls nach meiner Meinung. Aber das wird, also Singbau ist wirklich hier auf einem guten Weg, was die Steinequalität betrifft. Wir haben alles Drucker. Habe ich das schon erwähnt? Alles gedruckt, keinerlei Aufkleber. Das heißt, alles, was ihr hier seht, diese Fensterchen oder diese Beleuchtung, wie auch immer, alles bedruckt. Und das haben sie ganz cool gemacht. Das, was ihr hier so seht, wurde in 1 gedruckt. Dazu gab es diese Plate hier, diese Konstruktion. Also, ne? Wie bei Kobi, so ein bisschen. Das war drauf gebaut und da drauf direkt so bedruckt, sodass das am Ende ein schönes Bild ergibt. Die Plakette hier ist natürlich auch bedruckt. Wir sind ja nicht beim Marktführer, deswegen ist das hier bedruckt. Hier ist nochmal so ein paar Daten zu dem Deridex drauf vermerkt. Nur ist es so, dass ich ja so ein Qualitätsmensch bin. Das ist bloß auf 2 Noppen, fällt das hier unten ab. Und ich achte natürlich sehr stark auf Oberflächen der Steine und die sind bei Singbau immer noch nicht so gut. Also die Fliesen sind wirklich zerkratzt. Bei dem Grün hier, bei dem Olive Green, geht es einigermaßen tatsächlich. Das sieht okay aus, besser als in der Vergangenheit, besser als bei der Bundeswehrserie, wobei da war es, das ist der Dark Green. Also in der Vergangenheit, ich habe keine neuen Sets gebaut aktuell. Das Schwarz und das Grau sieht schon recht schäbig aus von der Oberfläche her. Also für mich. Die Klemmkraft wiederum, ich hatte es glaube ich gerade gesagt, war exzellent. Keine Probleme, perfekt. Besser, vielleicht sogar, oh, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht polarisieren oder sowas, aber
konstanter fast, als ich es jetzt bei Lego bei der Burg hatte, der Löwenritter. Da waren ein paar Steine dabei, die nicht so gut von der Klemmkraft waren. Hier war das sehr konstant und sehr straff, aber auch nicht zu fest wie bei Kobi. Also Klemmkraft hat sich wirklich in meinen Augen echt gut entwickelt, hat absolut Spaß gemacht. Und vor allem musste ich hier auch in einem Schritt so eine Achse in so einen Brick reinstecken oder in so einen Pin reinstecken, ne? In so einen Brick Modify zum Beispiel, in so einen Pin einfach. Es war früher bei Slingbau nach meiner Erfahrung überhaupt nicht möglich, weil die Klemmkraft viel zu hoch war. Hier war das überhaupt kein Problem. Hat wunderbar funktioniert jetzt. Ja, also das ist bemerkenswert. Auf jeden Fall kann ich das hier so abnehmen. Und Bluebricks hat darüber selbst auch ein Video gemacht. Und die meinten, Achtung, Vorsicht, das ist instabil. Wenn ich hier zu doll drauf drücke, geht es kaputt und sowas, ne? Ja. Also, da haben sie gut gewarnt auf jeden Fall, aber es hält trotzdem. Ich finde gut, dass sie es erwähnt haben. Klar, ich kann jetzt hier nicht wie so ein Berserker drücken, aber selbst wenn ich so ein bisschen drücke, da geht wirklich nichts kaputt. Also das ist ein stabiles Ding, obwohl es innen drin so hohl ist. Also ihr seht ja, ich habe das auch nicht geklebt oder so. Es war früher mit den Bausteinen noch. Also früher mit den Bausteinen, hätte ich das hier gemacht und gedrückt und gewackelt, ne, dann wäre es das jetzt gewesen. Ist nicht der Fall. Richtig cool. Also super gute Qualität und mir gefällt ja auch vom Design her, wie gesagt, optisch sehr gut. Wie gesagt, hier vorne alles natürlich gedruckt. Zu den Drucken auf diesen Plates hier sage ich gleich noch was. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Das ist ein bisschen Abzüge in der B-Note. So, das ist der Stand hier. Ganz simpel gebaut mit der Plakette eben. Von unten sieht es so aus. Na, ich brauche anderes Licht hier. Ich werde auch künftig noch ein anderes Mikro mir hinstellen. Beziehungsweise das kommt weg. Es kommt weiter da vorne eins hin, dass das mir nicht im Weg steht hier. Und der Ton ist so immer, wenn ich es ein bisschen mich bewege und schwanke, verändert er sich, weil das Mikro natürlich nicht vor mir hängt. Das werde ich noch ändern. Aber ich habe erstmal nichts anderes und es kostet auch Haufen Geld. Naja, wie auch immer. Kommt demnächst. Wahrscheinlich. Mal sehen. So, was mir nicht gefällt tatsächlich, sind die Trans-Clear-Steine. Die sind halt wirklich nicht trans, die sind milchig. Innen drin ist noch eine weiße Achse, damit stabilisiert wird. Gefällt mir optisch nicht. Verdirbt so ein bisschen, finde ich, die Optik des Gesamtsets. Das ist echt ein bisschen schade dafür. Es ist stabil, wenn es drauf steht. Aber ich finde, dieses Milchige beißt sich auch schon sehr mit der Plakette, die hier vorne aufgebracht wurde. Und das beißt sich dann auch sehr. Oh, ein Einzelteil fällt gerade ab. Es beißt sich dann auch sehr mit dem Schiff hier an sich. Ich muss es mal kurz hier wieder drauf zaubern. Also ihr seht, es ist absolut stabil. Das ist mir abgefallen gerade hier. So ein einer Teil hier unten vom Flügel. Auf der Seite fehlt es jetzt. Also es ist klar, wenn man dagegen kommt. Stabil. Aber ich finde, das Milchige zerstört ein bisschen die Optik. So an sich. Aber fürs Regal super geeignet. Und die Mid-Size-Größe hier, ich glaube, das war Mid-Size, ist auch irgendwie, jetzt nachdem ich Dinge sehe und den Bird of Prey habe, die bessere Größe, weil ich habe nicht so viel Platz und das ist irgendwie schön kompakt und süß und niedlich und passt so zu anderen Sets und nimmt nicht so viel Platz eben weg wie der Bird da hinten. Gefällt mir irgendwie fast besser mit Size hier, diese Größe. Aber das ist ja die große Größe gewesen da hinten, das ist mit Size. Cooles Ding, coole Größe. Das täte mir gefallen oder tut mir gefallen, wie auch immer, ne? So, ein Problem habe ich jetzt aber, so eine B-Note. Ich habe ja diese Steine schon, die fertig bedruckt sind. Ich zeige es euch hier nochmal. Ne? Da zeigt man mir, wie ich das hier abnehmen muss. Und die Plates, wo es drauf gebaut ist, schon um zu bedrucken, brauche ich ja nicht. Ne? Und dann macht sie den Bau hier wirklich den Vorschlag, nachdem ich das abgenommen habe, haut den Rest in die Mülltonne. Wirklich. Also. Das soll ich wegschmeißen. Ja, das, natürlich macht das keiner, aber dass das Bild da so drauf ist, dass ich das wegwerfen soll, hätte ich jetzt nicht gemacht. Kleiner Tipp von mir einfach diesbezüglich, vielleicht kann Bluebricks das ja künftig ändern, dass da keine Mülltonne drauf abgebildet, weil das ist ja kein Müll. Steine kann ich super verwenden für meine eigenen Sachen noch zum Beispiel. Ja, also preislich finde ich das Ding übrigens auch absolut fair, absolut gut eingepreist dafür, dass wir hier alles Drucke haben, dafür, dass hier, wie gesagt, keine Aufkleber dabei sind, bedruckte Anleitung dabei ist und eine Lizenz hier drauf ist und da noch alle dran verdienen, die das produzieren und verkaufen, finde ich das absolut fair eingepreist. Am Ende ist es immer nur Kunststoff noch, aber ich habe ja ein Spaßerlebnis damit. Ich habe ja nachher ein Endergebnis, was ich mir ständig angucken kann und da finde ich Preis-Leistung in dem Fall wirklich gerechtfertigt, auch wenn mir die Oberflächen der Steine nicht gefallen, ebenso wie die Milchigkeit der Trans-Clear-Teile, die mir auch nicht gefällt. Alles andere gefällt mir ausgesprochen gut und ich bin wirklich sehr froh, dass Tsingbao sich so gut entwickelt. Ich werde jetzt auch noch mehr Sets wieder von Tsingbao bauen. Ich war daher vorher massiv distanziert,
weil ich überhaupt nicht zufrieden war mit der Qualität. Wenn die so ist, finde ich das, ist das durchaus akzeptabel und bestätigt für mich die Erfahrung, die ich beim Bird of Prey schon gemacht habe. Und ich bin so kurz davor, mir die Gorch Fock von Bluebox zu kaufen mit über 4000 Teilen bei 200 Euro. Da hätte ich sonst niemals drüber nachgedacht, so viele Steine in schlechter Qualität zu kaufen und dann ein Set zusammenzubauen, was mich frustriert. Ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, dass das vielleicht gut werden könnte. Ich weiß gerade nicht, ob das von Tsingbao ist, ich weiß nicht, aber andere Hersteller wären ja auch besser. Und vielleicht hole ich mir die Gorch Fock noch, auch dazu könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Soll ich mir die hier holen und euch zeigen oder soll ich es mal lieber sein lassen? Ja. Das ist es eigentlich zu dem kleinen Deredex hier schon gewesen. Wir wollen es mal nicht unnötig in die Länge ziehen. Wie gesagt, war zur Verfügung gestellt. Ich bin trotzdem für mich objektiv gewesen. Natürlich ist es am Ende nur subjektiv, mein Gefühl, was ich hier so vermitteln kann. Aber was soll ich dazu sagen, außer es ist stabil, es hat sich gut bauen lassen, es sieht fantastisch aus, es ist alles bedruckt. Außer die Oberflächen der Steine und die Milchigkeit. Ja, ich bin sehr zufrieden. Von mir gibt es eine Empfehlung zu diesem Produkt und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald im nächsten Video wieder. Schreibt mir gerne, wie gesagt, eure Meinung zu dem ganzen Setting jetzt gerade hier und zu dem Set, dem hier, in die Kommentare. Und dann sage ich alles Gute und Tschüss von eurer Steinküste. Bis zum nächsten Video.